Hallo, mal gucken, Kamera. So, wie sieht's aus? Gut, super. Ich habe den Gratulus-Dialog gelesen. War kein einfacher Stoff, aber ich habe mich durchgearbeitet. Man muss sich das nicht so kompliziert, man kann sich das einfach auch machen. Es sind viele Sachen. Ich habe dir jetzt was von den Runen gerade geschickt. Hast du das schon angeschaut? Ja, nur ganz kurz, weil ich war gerade dabei, den Mach Feiertags. ganz kurz, mach mal das Dokument auf Seite 5. Jetzt wird Adobe geöffnet. Ja, lass dir Zeit. Und so alles klar bei dir? Alles super. Doch. Ich hatte ja letzten Montag schon versucht anzurufen. Und dann habe ich im Nachhinein habe ich gedacht, das hätte so sein müssen, weil da war irgendwie ziemlich viel Wollen in mir. Ich wollte über diesen Dialog sprechen und jetzt habe ich so ein bisschen, wie heißt das, aus dem Gedächtnis losgelassen. Ja, und ich hatte auch ganz viele Anmerkungen aufgeschrieben und jetzt ist das alles wieder weg. Also, Die Fragen lösen sich von selber, wenn man Geduld hat. ja, 12, da sind wir da. Moment, da müsste da stehen. Wotan aus mystisches Urbild Richtig, habe der ich. Udan, Udan, Gott an. Das ist übrigens hier Guido von Liszt. Ja. Das ist ja kurz drüber geschrieben. Und lese mal laut vor, nur einige Zeilen. Geht um die, das geht jetzt etliche Seiten, aber lese mal, was da steht. Im ewigen Wandel vom Entstehen zum Sein und über dieses zum Vergehen zum Nichtsein, das neues Entstehen zu kommenden Sein einleitet. In welch ewigen Entwicklungswandel Wotan, wie das All und jedes Einzelne, stetig sich fortentwickelt, immer das Ich bleibt, das an Geistiges und Körperliches untrennbar gebunden. Das ist das rote Ich, der sich das alles ausdenkt. Ja. Das heißt, du bleibst, jetzt könnte man das Geistige und Körperliche, ist natürlich das ausgedachte Geistige, wäre jetzt dein Verstand. Und du merkst mit Holofeeling, mit den vier verschiedenen Ichs, die sind nämlich ganz, ganz wichtig. Es geht hier Geistiges und Körperliches. Das große Problem haben wir ja schon bei Descartes. Die große Trennung zwischen Geist und Körper. Was hier keinem bewusst ist, in keiner Schrift außer in Holofeeling wird darauf hingewiesen, dass ein ausgedachter Geist kein Geist ist. Es ist nur der Gegensatz zum Körper. Das ist dieselbe, die Ideenlehre von Platon, also wenn ich als Sokrates die Ideenlehre nehme, du musst irgendwann einmal verstehen, dass jedes Wort, jeder Buchstabe jetzt erst einmal zwei Seiten hat. Eine sichtbare und eine unsichtbare, die aber gleichzeitig da sind. Das heißt, die roten Ideen, von denen Platon eigentlich spricht in der Ideenlehre, das wären praktisch die Sachen auf dem Computerprogramm im Kontinuum. Und daraus wären jetzt die blauen Ideen. Darum kann man auch das Wort Idea, das griechische Wort Idea, machen wir einfach einmal dieses Idea, die ersten zwei Buchstaben, wenn man es rot schreibt, hast du in Gott geschlossen, Idee rot, und blau ist intellektuell geöffnet. In vielen Wörterbüchern wird Idea, das griechische Wort, übersetzt mit äußere Erscheinung, Gestalt, Form. Das ist praktisch die intellektuelle Öffnung, ist die Gedankenwelle, das ist die Hülle. Denk an die rote Gnede. Und die rot geschriebene, in Gott geschlossen, ist der innere Kern, das Nicht-Denkbare, das erst durch das Denken zu einer Form wird, aber im Hintergrund, im Programm eigentlich schon festgelegt ist. Ja. Das ist sehr simpel, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dass du immer die zwei Seiten brauchst. Dasselbe ist immer wieder mit dem Glauben. Reden wir von dem roten Glauben, der allumfassend ist, der der roten Liebe entspricht, oder reden wir von einem blauen Glauben, der immer selektiv ist, ein für Wahrheiten ist es aus in Bezug auf Dinge, die ausgedacht werden. Der rote Glaube bezieht sich auf etwas Nicht-Denkbares, weil es ewig ist. Ewiger Glaube ist rot. Blauer Glaube unterliegt dem Wandel, die alles dem Wandel unterliegt, weil es was ausgedacht ist. Okay? Ja. Okay, Geistiges und Körperliches untrennbar gebunden, eben stets und unabänderlich die beideinigen zwiespältige Zweiheit. Die beideinige zwiespältige Zweiheit, ein wunderschönes Wort, wenn das Ja, auf dich wirken lässt. Liest du dann weiter, bitte? ja. Ich muss mal gucken, die Buchstaben sind ein bisschen komisch. Ja, macht nichts. Lest So stellt das Havamal, das Lied des Hohen, in hoher Mystik das Wotan. OP, das Lied des OP, okay? Ja, uns vor Augen, als das Spiegelbild des Alls wie des Einzelindividuums. Wotan lebte im Menschenleibe, um unterzugehen. Er weiht sich selber
geweiht sich selber. Er weiht sich dem Vergehen, um neu zu erstehen. Je näher er den Zeitpunkt seines Vergehens zum neuen Entstehen, seinen Tod herannahen fühlt, umso klarer erwächt ihm das Wissen vom Geheimnis des Lebens, dass ein ewiges Entstehen und Vergehen eine ewige Wiederkehr ist, ein Leben vom steten Gebären und Sterben. Ganz geht ihm dieses Wissen erst in dem Augenblick in der Dämmerung auf, in welchem er in das Ur sinkt, aus dem er wieder entstehen wird. Und in diesem Augenblicke der Dämmerung, Sterbens, gibt er sein eines Auge als Pfand für erhöhtes Wissen. Dieses eine Auge bleibt aber, wenn auch verpfändet, sein eigen, das er bei seiner Wiederkehr aus dem Ur, bei seiner Wiedergeburt einlöst. Denn es ist sein Körper, während sein anderes Auge, das er behält, sein Geist ist. Stopp, und jetzt haben wir jetzt erst einmal das Ur. Wir machen jetzt reines Holofeeling. UR rot geschrieben heißt verbunden, ein verbundener Kopf. Das ist der rote, nicht denkbare Kopf, dieses Beroshit. Und blau wird es zu einer aufgespannten Berechnung. Das ist immer wieder, wenn ich sage, es befindet sich alles in deinem Kopf. Den Kopf, den wir uns jetzt ausdenken, in dem ist gar nichts, weil das bloß ein Gedanke ist. Es befindet sich letztendlich, das ist die Spiegelung von dem Beroschik, von dem roten Kopf. Darum soll ich das Rot-Blau-Denken ist der Schlüssel, ist ein Riesenschlüssel, wenn du das verstanden hast. Ja. Und dann hast du auch hier, dass diese zwei Seiten, das eine Auge ist auch die Quelle. Du kannst immer wieder, wenn du die Quelle, wenn du das AI nimmst, pass auf, mach mal jetzt bloß bildlich, wir nehmen mal hier das U. Interessant ist bei dem U, was ja einmal für die Verbindung steht und einmal für das Aufgespannte ganz grob. Wenn du hier in die Runen, die ersten Seiten vorher, was schon das, also hier im klassischen, in der alten Sprache hat es ja diese Trennung von U und Doppel-U und V und W hat es da nicht gegeben. Aber du merkst jetzt schon, U und W ist wie V und W. Ich habe das noch präzisiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir nehmen mal das Y. Y heißt ja, ist das griechische U. Y ist Y. Wenn du übrigens ins amerikanische Wikipedia gehst, was du feststellen, bei den griechischen Buchstaben, die nennen das Y, nicht Y. Okay. Im amerikanischen. Was hier interessant ist, jetzt kannst du, wenn du zum Beispiel in der Schrift der Y hast, das ist ein Akt von Freiheit, ist das Y, sagst du mal, ein U, ist was Aufgespanntes. Sieht aber doch optisch, sieht der Buchstabe Y aus wie die 70, wie das Ain. Okay? Ja. Jetzt hast du die Quelle. Das Ain hat ja zwei Seiten. Das ist, einmal ist es die Quelle, aus dem alles herausquillt, und das Auge, der Augenblick. Ich symbolisiere das Auge, das ist jetzt praktisch die blaue, das blaue Ain ist der Augenblick, der immer was Aufgespanntes ist. Ja. Und die Quelle, wenn du rein an die Quelle denkst, ist hier das eigentlich immer das, wo es herausquellt. Und das führt uns hier, die Quelle beginnt schon wieder mit Kopf. Diese Quedadis, wenn du ins Lateinische springst, Que, Qua, Quod, habe ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen, ja. Quantenmechanik. Das ist immer die Frage nach irgendetwas. Das ist also diese Radix, Qua, heißt das dann mal, wie viel, wie wenig, wie ist es, warum können wir jetzt das aufbauen? Das sind die ganzen, die Quanten, auch das Quadrat, Quad beginnt auch. Was ist das Rad? Was ist das Rad im Quadrat? Das hat alles mit der blauen 4 dann zu tun, ne? Das ist immer die blaue 4, Qua ist die Frage nach was, wie viel. Das Aqua. Ja. Das Aqua ist interessant, kommt von Quies, Qua heißt auch ruhend sein. Aqua heißt nicht ruhend. Das ist, man muss natürlich jetzt alle Sprachen verknüpfen mit Holofeeling. Was hier, solange du noch fragst, wer fragt jetzt, das ist dieses eine und das befindet sich im Ur. Das Ur ist im verbundenen Kopf und der verbundene Kopf wird zu einer aufgespannten Berechnung, dann fragmentiert er seine Oberfläche. Der träumende Geist, der nicht denkbar ist, bekommt jetzt Form, er bekommt eine Information. Ein Stück weiter oben wird von einem Individuum gesprochen. Ich habe da schon so oft darauf hingewiesen, dass man hier auch wieder den Fehler macht, bei der Vorsilbe in, haben wir ja auch wieder, machen wir mal wieder Holofeeling, in heißt göttliches Sein, rot geschrieben, intellektuelle Existenz, blau geschrieben. Im Lateinischen hat diese
reine Präfix in zwei Bedeutungen. Einmal innen, wie im Deutschen, und aber auch eine Verneinung. Wenn jemand inkompetent ist, ist ja nicht kompetent, ist die Verneinung von Kompetenz. Individuum heißt teilbar und Individuum ist das Unteilbare. So wird es normalerweise übersetzt. Es ist aber, wenn wir jetzt beide Seiten wieder einsetzen, wir unterschlagen hier eine, ein Individuum ist ein unteilbares, ein unteilbarer Geist, der in sich selber geteilt ist. Erkläre ich in den Offenbarungsschriften. Was passiert mit einem Geist, der träumt? Der ist unteilbar, ist immer derselbe Geist, immer derselbe Ich, aber er, im Moment des Träumens, erzeugt ja die Visionen in sich selber, von sich selbst. Er ist ja bloß der eine. Mhm. Und diese Unterschiede, die jetzt entstehen, das war die Traumwelt, die du zu sehen bekommst. Und das Ganze sind deine Informationen. Eine Information ist eine Form in dir drin, sagt das Name Information ja schon. Jetzt musst du aber die Vorsilbe in auch wieder als Verneinung sehen, weil das, was in dir drin ist, diese Information, die innere Form, ist eigentlich keine Form. Jetzt denke mal an deine Frau. Was ist jetzt der Gedanke als Ding an sich in dir drin? Ich sage, denke mal die Erdkugel. Die kannst du jetzt vor dich hinstellen, gedanklich. Letztendlich, wenn dir jetzt bewusst ist, dass du die bloß denkst, ist dir klar, dass die Erdkugel jetzt in dir drin ist. Aber wie sieht die in dir drin eigentlich aus? Du siehst nur deine Vorstellung der Information. Diese Form, die in dir drin ist, ist in dir selber ja keine Form. Weil das nichts, nichts bleibt. Und den Widerspruch zu verbinden, das ist die große Kunst für einen Geist. Wenn du das einmal wirklich gecheckt hast, was du selbst bist, dass du aufhörst, dich mit deinen Gedanken, mit deiner Information zu verwechseln. Das einzig Ewigsein ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Ja, was ganz komisch war, das kommt ja jetzt wieder im Gedächtnis, das war, als meine Frau schwanger war von unserem ersten Sohn. Da habe ich auch ganz intensiv Holy Feeling studiert und da bin ich nachts aufgewacht und ich wusste, ich bin hellwach, ich träume nicht. Und ich hatte diese Vision, es war irgendein Bild, ich sah eine Vielheit von Gesichtern oder wie auch immer. Und ich wusste, dass das gleichzeitig Vielheit war und eins. Und ich habe meine Frau das erzählt. Ich bin aufgestanden, mitten in der Nacht. Ich bin zum Computer gelaufen. Ich habe ungefähr 3 Seiten einfach nur eingetippt. Als ich das dann nachher wieder gelesen habe, hatte das nicht dieser, wie muss ich das sagen, diese Intensität als diese Vision selber, aber das ist eigentlich das einzige Moment gewesen, dass ich das irgendwie so bildlich vor Augen hatte, dass es möglich ist, Vielheit zu haben und trotzdem Einheit. Und das wird hier eigentlich in dem Text eigentlich auch angesprochen, ne? dass das eine Auge verpfändet wird und trotzdem dann noch das eigene Auge ist. Und denk an den Widerspruch. Alles, was ich widerspricht, das ist das, wenn ich immer die Welle anspreche. Ja. Alles, was ich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Das eine gibt nicht ohne das andere. Das heißt, selbst die Ewigkeit, sobald du die Ewigkeit denkst, ist diese Ewigkeit nicht ewig. Das ist eine Vorstellung, an was denkst du bei Ewigkeit? Ja, an das Wort Ewigkeit. Ja, es wird ausgedacht. Das Wort Ewigkeit, aber das Wort, das gedachte Wort Ewigkeit existiert ja nur, solange du an ewig denkst. Selbstverständlich gibt es eine Ewigkeit, die ewig ist. Dasselbe gilt für das Wort Jetzt. Es gibt das Rote Jetzt. Das Rote Jetzt sind alle Momente, die jetzt auftauchen gleichzeitig. Das, was in dir auftaucht, ist ein blaues Jetzt. Und das Rote hier, übrigens interessant, das griechische Wort, die Vorsilbe Hierot, da wird das H zwar in der Umschrift, wird es immer hier, Hieroglyphen. Wir sind gerade bei den Hieroglyphen. Das ist ja nur Iro, wird ja nur Iro geschrieben. Im Griechischen wird aber Hiero ausgesprochen. Hier beginnt mit hier, das heißt göttlich. Ist im Meer hier, immer hier im Meer. Und die Blauen hier, die auftauchen, die können wir Holland nennen oder Schweiz nennen oder wie du die nennen willst. Ich bin jetzt hier. In. Und jetzt definiere ich diese spezielle hier, gebe ich jetzt einen Namen. Aber was ist immer hier und jetzt rot geschrieben und ist nur eine Facette aus diesem roten hier und aus dem roten jetzt. Ja. Das ist, wenn wir uns eine göttliche Bibliothek denken, die können wir uns jetzt denken, und wir denken uns in die Bibliothek Bücherregale rein. Und jetzt denken wir ganz gezielt an ein Bücherregal. Im selben Moment sind die anderen weg.
Was nicht heißt, dass die weg sind, die sind bloß wieder im Hintergrund der Einheit, in dem Kontinuum. Jetzt holen wir aus dem Bücherregal ein Buch raus. Das kann man nicht rausnehmen. Du kannst der Welle nicht aus dem Meer rausnehmen. Du kannst die bloß oberflächlich in Erscheinung treten lassen. Das heißt, wir fokussieren, wir legen unsere Konzentration auf ein Buch. Dann sind hier, haben wir wieder eine Einheit, einen Check mit den Seiten. Und wenn wir die Seiten, müssen wir das Buch aufklappen, können wir hier nur eine Doppelseite anschauen. Das ist wie Wellenberg und Wellendal. Willst du jetzt genauer reingehen in die Struktur, dass du was zu sehen bekommst, musst du dich bei der Doppelseite, die du aufklappst, musst du dich auf eine konzentrieren. Plötzlich hast du viele Zahlen, das habe ich so oft erwähnt. Bis hin zu dem Wort, das du dir dann ausdenkst. Und jetzt sind wir bei, machen wir einfach das Wort Nichts. Was ist dich? Nichts ist, an was denkst du bei nichts? Du kannst nichts gar nicht denken, aber du musst, um dir nichts zu denken, magst du dich widersprechen mir, jetzt ganz bewusst, musst du zumindest das Wort nichts denken. Ja. Das jetzt anschauen als geschriebene Buchstaben oder mir sprechen diese Lautwesen aus als Geräusch, nichts. Man kann es nur erahnen, wenn man einen Kontrast erschafft und dann irgendwie hineinfüllt, dass das... Du brauchst einen Kontrast, du brauchst immer einen Hintergrund. Interessant ist, pass auf, ich mache mal jetzt von vielen Möglichkeiten, wir gehen mal in das Wort Nichts rein. N-Ich, rot geschrieben, ist ein zeigendes Ich, rot geschrieben, nicht denkbar. Darum schreiben wir das jetzt rot. Und da hängt jetzt mit dem Rückholpfeil hängt man das TS, das ist eine erscheinende T, eine erscheinende Raumzeit, ist TS. Das ist das, was wir sehen. Pass auf, jetzt nehmen wir nur mal das Wort Erscheinende. Erscheinen ist ein erwecktes Scheinende. Eine erscheinende Raumzeit. Jetzt tiefer, jetzt können wir Schein, Shin ein, das ein können wir mit AI schreiben, dann heißt es, die Logik ist nicht existierend als Ding an sich. AI mit 70 geschrieben heißt ein Trümmerhaufen von Existenz. Das ist die erscheinende Raumzeit. Du kannst jedes Wort, weil die Energien erzeugen in der untersten Ebene Vorstellung. Ja. Und das Nichts, wir können das N-Ich natürlich auch N-I-Check lesen, dann heißt es ruhend stationär, vollkommen immer gleich bleibt. Das ist nicht, weil die Grundradix ist N-Check, da kommt der Noah her. Noah schreibt sich ja in der Bibel nur N-Check. Eigentlich noch. Ist dann nur in den Umschriften, wurde daraus der Noah in den deutschen und holländischen Übersetzungen. Aber in das hebräische Wort Noah schreibt sich nur ein Chat und das ist die Grundradix für ruhend. Für nicht bewegt, das ist das seiende Ich. Du bist immer dasselbe seiende Ich. Jetzt lass uns einmal da kurz weiterlesen. Mal gucken. So, ja, das gehört. Heißt sein Geist ist. Du hast also den Geist und den Körper. Das ist jetzt These und Antithese. Jetzt wohlgemerkt, ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Geist kann man nicht denken, der wäre jetzt die Synthese von beiden. Aber sobald wir uns diese Trinität, diese Synthese denken, die Synthese ist ja eine Stufe drüber. Das habe ich so oft erklärt, wenn du dich erinnerst. Ja. Die ist auf einer anderen Ebene. Der Geist ist auf einer anderen Ebene, aber für die andere Ebene brauchst du auch wieder Welle. Das ist noch nicht Geist, das ist erst einmal Bewusstsein, denkt sich Geist, Denker und Ausgedachtes. Das Bewusstsein, das wir uns jetzt ausdenken, ist jetzt auch ein ausgedachtes Bewusstsein, teilt sich, ich sage mal, in einen Adam, in Denker und Ausgedachtes. Und dieses Bewusstsein ist auf einer anderen Dimension. Aber wenn wir das Bewusstsein als These denken, muss es auf dieser Ebene, in dieser Dimension eine Antithese geben. Darum nenne ich Bewusstsein eigentlich das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein. Das dazugehört, auch als These und Antithese. Und jetzt weißt du, was eigenartig ist, das habe ich ja ein paar Mal schon erzählt. Ich fange mal unten an, Denker und Ausgedachtes. Der Denker ist mächtiger wie das Ausgedachte, weil das Ausgedachte ist ja so, wie es der Denker denkt. Und der Denker muss sich das anschauen, was er sich ausdenkt. Das setzen wir mal jetzt mal eine Schlafmütze. Was jetzt interessant ist, dass bei der Beobachtung der Tierchen in einem Raum du feststellst, dass jeder Denker sich sehr, sehr viele Sachen denkt. Aber zum Beispiel viele Menschen unter anderem, aber er sagt von den vielen Menschen nur zu einem, das bin ich, alle anderen bin ich nicht. Dasselbe Spiel ist eine Spiegelung von der höheren Ebene, das Unbewusstsein denkt sich viele verschiedene Denker aus, glaubt aber nur einer dieser Denker zu sein. Also Bewusstwerdung müsste ich jetzt sagen. Und das Unbewusstsein hebt es jetzt auf. Und Unterbewusstsein und Überbewusstsein, in der Synthese gibt es wieder eine, das ist die Dialektik von Hegel, HGL. Das ist die Welle. Auf der höheren Ebene, dieser Geist, der jetzt
aufspaltet im Unter- und Überbewusstsein, muss auf seiner Ebene auch wieder ein Gegenstück haben. Und das ist das Ich Bin. Das ist, was ich jetzt sage, der eigentliche nicht denkbare Geistesfunk, der mir jetzt zuhört, plus Ich UB, den ich inspiriere. Mhm. Den Fachdurchgang. Jetzt lese mal weiter. Das körperliche Auge, nämlich der Körper selbst, dessen er sich nur vorübergehend entledigt, der aber sein eigen bleibt, vereinigt sich im Augenblicke seiner Rückkehr aus dem Ur, bei seiner Wiedergeburt, wieder mit seinem anderen geistigen Auge, seinem Geist. Aber das aus Mimes Quell geschöpfte Urwissen bleibt sein eigen, das eigen des Alls. Es ist die Summe der Erfahrung von Tausenden von Generationen, das durch die Schrift erhalten und weitervererbt wird. So erhöht sich Wotans Wissen im Tode, er bereichert es durch den Trunk aus Mimes Urquell. Ebenso bei der toten Vala wie bei Mimes Haupt. Er trennt sich nur scheinbar von der Körperwelt, der er auch im scheinbaren körperlichen Nichtsein angehört. Stopp, das ist jetzt schon die Mime, die Mimesis im Griechischen. Ja, das Nachahmen. Das heißt das Mem. Ach ja, natürlich. Mem heißt vom Meer. Ja. Mim ist vom, kann ich lesen, vom Meer. Ist auch das hebräische Wort für Wasser. Mhm. So darauf eingegangen, die Radix M-I-M. Im Hebräischen geschrieben heißt das erste Mal, wenn wir im Wörterbuch M-I-M eingeben, heißt das Wasser. Wenn wir jetzt aber das erste M als Vorsilbe lesen, Yom, Im heißt ja Meer, heißt es vom Meer. Wo kommt das Wasser her? Vom Meer. Jetzt haben wir noch einen Trick, dass das Yom als Suffix auch eine Dualendung ist. Habe ich oft erklärt, kannst du dich erinnern? Mhm. Das ist das, wir haben hier im Deutschen haben wir das nicht, das ist erst einmal die maskuline Endung, Plural, maskulin, Plural. Es ist aber auch speziell eine Dualform. Ich wiederhole das nochmal, das Auge ist Ayin, mhm. Die zwei Augen nennen wir Ayinim. Ayin, ja. Das Ohr ist Osen, Osenim sind die zwei Ohren. Mhm. Schad ist die weibliche Brust, Schadim sind die zwei Brüste und wenn ich jetzt M als Gestaltwertung mache, heißt M, Im, sind es zwei Gestaltwertungen, sind es zwei Mem, ja. In dem Mim, was du schon siehst. Mhm. In der Mitte ist Gott. Das ist die Nulllinie, das ist der Spiegel selber. Mhm. Ein Unterhalt und ein Unterhalt. Jedes Wort wird so unendlich tief, wenn du das Prinzip verstanden hast. Reine Arithmetik. Mhm. Weil ich dir schlichtweg und einfach sage, dieses neue Weltbild, Holo-Feeling, ist das, was ansatzweise von Film symbolisch gesehen die Matrix genannt wird in Bezug auf diesen Kinofilm, den ich natürlich auch ganz bewusst in dir freigeschalten habe. Weil das ist ein Reifungsprozess, wo dir aber erst immer zeitlich gesprochen Jahre später bewusst wird, was dir das wirklich sagen soll. Ja. Und wenn jetzt viele Menschen ausdenken, die glauben, die haben das begriffen, wir sind in einer Matrix, das hast du erst begriffen, wenn du begreifst, da außen gibt es keine Welt. Mhm. Da ist Intellekt. Und dieser Intellekt macht Bilder. Es ist immer wieder die Wiederholung desselben Beispiels. Wir setzen dich, Geist, der du mich jetzt zuhörst, als einen Computer. So wie ich dich auch schon als 200 Gramm rote Knete tituliert habe. Und ein Computer braucht ein Programm, das er Bilder aufruft. Das ist der Intellekt, das ist jetzt dein Schwamminhalt, das Buch, je nachdem, was für eine Metapher ich benutze. Das ist der Intellekt, den du von mir bekommen hast, den du zu durchschauen hast, der erzeugt ihr Geist zur Zeit des Lebens, des Menschen, der du zu sein glaubst, mit allem, was dazugehört. Mhm. Was es mir darum geht, ist nicht, dass du daran was veränderst, sondern dass du dich erhebst, jetzt immer ein drüber bist, die Erdkugel verlässt, mhm. Auf der du bisher als Trockenassig gelebt hast, geglaubt hast, dass du als Affe mhm. dort bist. Und jetzt wirst du dieser träumende Geist, der begreift, ich denke mir diese Erdkugel aus. Ja. Einem Affen und vielen Affen drauf, von denen ich von einem behaupte, das bin ich. Und durch diesen Glauben katapultierst du dich in diese enge Sichtweise rein. Mhm. Du wirst merken, dass umso mehr du dich verstehst, verstehst du dich immer selber und es wird immer einfacher. Das mhm. ist auch eine verborgene Harmonie. Dass es nicht komplizierter wird. Wenn wir wieder so eine Wellen-Dollwellen-Berg-Polarität aufspannen und wir schauen mal nur die obere Hälfte an und ich sage jetzt, wenn der Wellenberg symbolisiert Einfachheit. Ein kleiner Wellenberg ist ein bisschen einfacher und umso größer der Wellenberg wird, umso einfacher wird das Ganze. Mhm. Sofort proportional dazu das Wellental, das heißt, es wird dann immer umso größer das Wellental wird, umso komplizierter wird es. Das heißt, eine extreme Einfachheit erfordert im Hintergrund eine extreme Kompliziertheit. Mhm.
Das sind jetzt die einfachen Worte von Holofeeling, wo ich sage, richte dein Augenmerk auf die Einfachheit und verliere dich nicht zu sehr in der Vielheit. Ja. Weil wenn du die Einfachheit verstanden hast, wirst du merken, dass ich dir die Vielheit automatisch von selber inspiriere und schenke. Mhm. Und an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Das ist eine Vorstellung von dir. Du bist nur der, der sich das anschaut und jetzt sage ich immer wieder, den wir uns jetzt denken, den Geist, der seine Informationen anschaut, ist natürlich auch schon wieder ein Gedanke. Mhm. Das ist jetzt das Beispiel hier mit Descartes' Problem mit Geist und Materie. Das ist noch kein Geist. Das ist auch eine Vorstellung. Wer stellt sich das vor? Dieser Dreischritt ist wichtig. Ja, ich stufe drüber. Okay, lass, lese mal ein bisschen weiter. Er trennt sich nur scheinbar von der Körperwelt, der er auch im scheinbaren körperlichen Nichtsein angehört. Da er eben als Geistiges und Körperliches die beid eine zwiespältige Zweiheit bildet, die untrennbare Zweieinheit. Sein so wunderschön, ist wunderschön. Ja. Beid eigentlich zwiespältige Zweiheit. Jetzt ist natürlich das Z-Waff, wenn du dir das anschaust, pass auf, Z-Waff ist ja die Geburt eines doppelt aufgespannten Ei. Ja. Jetzt können wir das Ei ja mit Elef, mit AI schreiben. Mhm. Ein doppelt aufgespannter Schöpfergott kannst du zum Beispiel oder die Energie Gottes lesen. Mhm. Ei mit 70 wäre ein Trümmerhaufen, ein doppelt aufgespannter Trümmerhaufen. Und Heid, Haareid. Interessant, Eid ist buchstabieren. Das heißt, die Wahrnehmung deines Buchstabierens. Das ist wie buchstabiert. Keid, immer die Wirklichkeit. Kaid heißt wie buchstabiert. Mhm. Die Zweiheit. Das ist immer wieder das Schöne, dieses Zwei, Zwi, Z-Waff. Das heißt Befehl, oder? Jetzt schau dir das Wort Befehl an. Z-Waff im Hebräischen. Befehl. Das heißt, das sind zwei, die fehlen. Das ist der Wellenberg und der Wellendal, weil die jetzt so was Besonderes waren. Die sind nicht mehr in dieser nicht denkbaren Einheit des Kontinuums. Die werden die Worte, du kannst stundenlang mit einem Wort, ich wiederhole immer wieder, wenn sie nicht bin, du hast meinen Menschensohn, kann über jedes Wort ein 500 Seiten Buch schreiben. Und wenn du die Vordersprache verstanden hast, dass du dich keine Sekunde langweilen, wie du vom Hundertste ins Tausendste kommst, wie man schon so sagt, und alles wirklich lückenlos, sogar arithmetisch zusammenhängt. Okay, mach weiter. Sein eigenes Tagleben kann er von dem Nachtleben im Tode nicht trennen. Aber in dem Nachtleben, dem scheinbaren Nichtsein, gewinnt er das Wissen seines ewigen Lebens, das ihm im ewigen Wechsel durch die Wandlungen vom Entstehen über das Sein zum Vergehen für neues Entstehen durch die Ewigkeit geleitet. Das Nachtleben ist die Traumwelt. Mhm. Das ist diese symbolische Traumwelt, dass ein träumender Geist, erinnert dich an Fliegenstall, wo ich dir sage, wir denken uns jetzt den Matten, der Matten, den wir uns jetzt ausdenken, legt sich hin und schläft ein. Mhm. In dem Moment löst sich die Welt, in der er zu sein geglaubt hat, vollkommen auf. Und jetzt ist wichtig, dass auch der Matten, der jetzt da liegt und schläft, aus dieser Welt, die wir uns denken, die sich ja auflöst, löst sich ja auch der Matten, der da liegt und schläft im Bett, auf. Jetzt wird der Matten zu einem reinen, träumenden Geist und jetzt ist das rote Berosche da, das Kopfkino, wo er wie in einem Kino ständig wechselnde Bilder sieht, die von dem Geist aus gesehen vollkommen real sind, aber wenn du jetzt die Stufe drüber bist und das Prinzip begriffen hast, ist immer nur das da, was er jetzt denkt und anschaut und es kommt aus ihm selbst. Mhm. Das ist auch für dich jetzt, wenn ich den normalen Matten mit deiner jetzigen Logik, wenn du jetzt deine Frau betrachtest, wenn die da liegt und schläft, und du gehst jetzt einmal davon aus, die träumt, dann musst du wissen, dass sie von sich selber, die du jetzt siehst, überhaupt nichts mehr weiß. Und dass für alles, was die zu erleben bekommt in ihren Kopf, dass für die Dinge kein Vorher und kein Nachher gibt. Sie kann das nur mehr hier und jetzt denken und anschauen und erleben. Mhm. Und dass das ein ständiger, die Evolution, Revolution, aus ihr selbst kommt eine ständige Verwandlung des eigenen Geistes, den wir uns jetzt symbolisch ausdenken. Das, was ich dir jetzt gesagt habe in den letzten Worten, ist der absolute Schlüssel in eine neue Welt. Und du siehst nichts Neues, wenn du jetzt den Prediger in der Dora lesen wirst, nichts Neues in dieser Welt. Ich wiederhole zu allen Zeiten, mein Wissen habe ich mir angeeignet über Jahrtausende. Mhm. Das, was ich dir versuche jetzt als Facette zu erklären, was erkläre ich dir eigentlich? Ich versuche dir jetzt zu erklären, dass ich du bin. Mhm. Kann ich dir diesbezüglich nochmal eine Frage stellen? Ich weiß, ich habe die wahrscheinlich schon öfters gestellt, vielleicht nicht präzise genug, aber
Die ist wieder hochgekommen, als ich dieses Schreiben von Michael Horn auch gesehen habe und deine Antwort drauf. Ab und zu, also so habe ich es in Erinnerung, ab und zu sprichst du davon, dass das Leben von Geistesfunken sich überschneiden kann. Also ich aus meiner Ego-Perspektive, wenn ich mich jetzt geistreich beschäftige, dann bin ich, nehme ich mal an, Geistesfunken. Und wenn ich dann eine Person gegenüber mir habe, dann muss ich erstens feststellen, das ist etwas Ausgedachtes. Und da sagst du öfters, etwas Ausgedachtes kann auch nichts spüren, nur der Geist kann spüren. Aber andererseits sagst du auch ab und zu, das war in dem Gespräch mit Heiko und Ilona, weil die da zusammen in einem Raum saßen, da haben sich zwei Träume irgendwie überschnitten. Wie muss ich, ich weiß... Ja, pass auf, ist doch ganz einfach. Machen wir doch jetzt dieses Gespräch. Es gibt ein Leben vom Matten. Ja. Der Matten ist jetzt auf Seite... 37. Okay, du bist auf Seite 37. Du weißt, was ich damit symbolisiere. Ja, ja. Wir denken uns jetzt ein Leben von dem Udo aus. Das ist auch ein Buch, ganz normal, der Brösel Udo und der Brösel Matten. Da sind wir jetzt auf Seite 59. Okay? Mhm. Jetzt ist es so, dass hier diese Seite 59, was auf dem Brösel Udo auf der Seite 59 ist, beschrieben wird, diese Situation ist in dem Mattenbuch auf der Seite 37 beschrieben. Aus einer anderen Perspektive. Die zwei Bücher stehen im selben Bücherregal. Mhm. Ich habe mal darauf hingewiesen, mehrere Male, was ich muss das jetzt nochmal ansprechen, weil das sehr tiefgreifend ist, in Bezug auf Crick and Watson. Crick and Watson, das ist hier die ja. Nobelpreis für die DNA. Jetzt hast du mal, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, die hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Du kannst dir Riesenbücher kaufen, wie die aufgebaut ist, mit all dem Drum und Dran. Das ist alles unendlich logisch. Und jeden Krimi, den du anschaust, wenn die welche eine Speichelprobe oder welche einer kleinen Hautschuppe oder Haarfetzen können, die eine DNA-Analyse machen. Wenn wir da jetzt mal ins Detail gehen, wie das angeblich gemacht wird, ich sage dir, es funktioniert nur, weil man glaubt, dass es funktioniert. Jeder lernt es und verwirklicht das in seinem Kopf. Wenn du mal wirklich mit einem gesunden Menschenverstand das anschaust, wird dir das klar, was das für ein Schwachsinn ist. Mit der normalen materialistischen Logik noch. Hm. Mit der neuen Logik kannst du alles verwirklichen. Kannst du übers Wasser laufen, wenn du willst. Das ist eine Sache, wie wir es programmieren. Hm. Das ist immer wieder das Spiel. Was mir jetzt aber wichtig ist, dass also hier, es gibt also vor Watts, der hat also eine Biografie geschrieben am Ende seines Lebens und dann sein großer Entdecker Chagaff, Professor Chagaff, das ist ja praktisch der Professor von den zwei gewesen, die waren ja ganz junge Burschen, die waren knapp über 20, die haben nur rumgespielt mit dem bisherigen Wissen, mit der Vorstellung des bisherigen Wissens. Das ist übrigens die Grundlage der ganzen Naturwissenschaft, die Quantenmechanik. Jeder, der sich mit Quantenmechanik beschäftigt, hat einen gewissen Fundus an Formeln von Vorgängern, an denen wird weitergerechnet. Die werden aber nicht mehr in Frage gestellt. Und da ist jetzt ein gewisses Wissen, das war das Fachgebiet, war Professor Chagaff, und dann haben die einfach hier die Sachen sich kleine Kärtchen gebaut und haben rumgespielt mit dem bestehenden Wissen und dann ist diese Spirale entstanden. Gesehen hat ihn noch gar keiner, dass das so ist, ist eine Definition der Naturwissenschaft und darum steht auch in Büchern drin, diese DNA ist so unvorstellbar klein, so und so wie 2 Trillionstel Millimeter oder was, die kannst du nicht einmal in einem Elektronenrastermikroskop sehen. Wenn du jetzt einmal schaust, immer wieder bloß nachschauen, habe ich aus das Buch heraus, was für eine Vergrößerung ist mit einem Elektronenrastermikroskop möglich? Also, das schon nicht mehr mit Lichtwellen arbeitet, weil du kommst ja bloß in die Größenordnung der Lichtwellen, dann wirst du feststellen, dass die DNA nochmal ein Faktor von 10 kleiner ist, was die feinste Auflösung der modernsten Elektronenrastermikroskope ist. Das heißt, die ist nicht wahrnehmbar. Mhm. Nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop. Da steht in Büchern, wo ich oft zitiere hier vor Chemikern, die ist so unvorstellbar klein. Aber jetzt ist interessant, und dann kommen 1000 Seiten, wo sie bis ins Detail erklären, wie die aufgebaut ist. Und das ist nachgeplappertes Wissen. Ja. Aber worauf ich jetzt hinaus will, Matten, dass dieser Watson beschreibt in seiner Biografie, wie sie das entdeckt haben, Watson und Crick, und wie sie zu ihrem Professor Chagaff gehen, um ihm das mitzuteilen. Und jetzt musst du dir, auch der Chagaff hat am Ende eine Biografie geschrieben, gibt es ein Lebensding, und in Tagebuchaufzeichnungen beschreibt der Chagaff, wie die zwei zu ihm kommen, um ihm das mitzuteilen, was sie da entdeckt haben. Dieselbe Situation in zwei verschiedenen Büchern von zwei verschiedenen Menschen erlebt, jetzt ausgedachterweise, wenn du dir das einmal
anschaust, wenn du das liest, müsstest du natürlich extrem in deinen geistigen Archiven kramen, aber das kann man, wenn man lange genug sucht, findet man das. Ich habe es da. Ich hole mir das aus mir raus, wenn ich das brauche. Dann ist es definitiv, du schmunzelst ohne Ende, wie dieselbe Situation von zwei verschiedenen Menschen unterschiedlich beschrieben wird. Es ist ja, es beschreibt ja dasselbe Zusammentreffen. Und es wird auch, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen den Udo und ich treffe auf jemanden, der wird den Udo ganz anders beschreiben, wie ich den sehe. Und das ist sehr vielfältig. Wir können ja jetzt zum Beispiel Fliegenstein nehmen und da kann ich 10 Menschen, die das beschreiben, da hat jeder seine eigenen Eindrücke. Es ist extrem, extrem verfärbt durch das schwere Interpretationssystem und die Fokuspunkte, wo du legst. Aber wo du gerade gesagt hast, Ich habe jetzt übrigens die Antwort auf deine Frage gegeben. ja, ich nehme das, ich höre mir das sowieso später an. Das muss ich dann, wie heißt das, ein bisschen verdauen. Aber weil du gerade gesagt hast, dieselbe Geschichte ist in dem Martenbuch auf Seite 37 bei dir auf 59, dass das irgendwie zusammengehört, das hat mit auf. Das ist auch in den Büchern nicht. Nee, nee, Die nee. Bücherzahl. Es sind zwei verschiedene Bücher. Ja, aber das Aber es übergeordnete bleibt Regal. selben Bücherregal. Ja, das Regal, das ist das eigentlich das Das Prinzip, Denken was. ist immer auf der höheren Ebene. Ja. Du kannst Kreis und Dreieck nicht verbinden. Auf dieser Ebene, weil Kreis als Fläche betrachtet ist ein Kreis vollkommen ohne Ecken. Und ein Dreieck ist eigentlich nur Dreiecken. Aber die nächsthöhere Ebene, alles, was sich widerspricht, bildet auf der nächsthöheren Ebene was vollkommen Neues. Der Denker und das Ausgedachte, die werden so ein Bewusstsein und Bewusstsein ist etwas, was man nicht denken kann. Kann man Das kann man nur sein. Es gibt niemanden, den du dir denken könntest, der Bewusstsein haben kann, weil das schon wieder das Ausgedachte Ebene drunter liegt. Das ist wichtig, aber wenn du kein Bewusstsein, wenn die Dinge, die du dir ausdenkst, kein Bewusstsein haben, können die auch nichts spüren und nichts empfinden. Und das ist jetzt das, dein Zahn, den kannst du dir ausdenken, aber der hat keine Schmerzen. Dein Kreuz, wenn ich mit der Hand auf die Hammer vom Matten drauf hau, die Hand spürt es nicht. Das ist was Ausgedachtes ist. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich spür's. Ja, wenn du glaubst, du bist der Matten, was ist Matten? Der ausgedachte Matten, das Gehirn spürt es auch nicht. Nur der Geist. Und wenn man jetzt von Michael Horn dieses Schreiben nimmt, es ist immer wieder diese Verwechslung, dass ich nochmal. Es gibt nur einen einzigen Geist. Und was ich Geistesfunk nenne, ist eine Reduzierung des Geistes, der jetzt nur nicht mehr das Buch aller Bücher, die ganze Bibliothek ist, der nicht mehr IUB ist, sondern zu einem Ich Bin wird. Und dieses Ich Bin wiederum platzt jetzt in ein Buch rein. Für den ist die Obergrenze ist das Buch, in dem er lebt. Okay? Ja. Durch diese Reduzierung erlebst du was. Und jetzt habe ich doch das Filmchen eingeschrieben mit den Theater, mit den Puppen, wo die Menschen dahinter sind. Sieht es einmal so, dass die Puppe, diese Persona, das ist das, was du jetzt müssen wir wieder sagen, reden wir vom Mensch oder vom Körper, bleiben wir einfach mal so, dass diese, ich gehe jetzt ein, ich könnte jetzt sagen, diese Puppe ist der Körper und der Mensch, der die steuert, ist das große blaue Ich. Okay, du kannst Ich dich erinnern. gucke, ja. Aber jetzt verschieben wir das um eine Stufe nach oben. Wir sagen, die Puppe symbolisiert das, den Menschen, den ganzen Menschen. Dann ist der Mensch, der jetzt in dem Filmchen dahinter steht, der Geistesfunken von den Menschen. Aber beide sind doch nochmal ausgedacht. Ja. Jetzt könnte ich sagen, der Geist von diesen Figuren, diesen Pixelmännchen, wir können in einem Theater sein, dann wird man sie real sehen. Der Geist ist jetzt praktisch der Geist, der mir zuhört. Wer macht jetzt die von dir ausgedachten beiden Figuren, wo du die Stimmen hast, den Matten und den Udo lebendig? Wer denkt sich die jetzt aus? Jetzt pass auf, wichtig. Das ist doch der, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Aber Moment einmal, der ist jetzt die Synthese. Der sich jetzt das Gespräch anhört, ist die Synthese vom Matten und vom Udo, weil er denkt sich ja den Matten und den Udo aus. Aber wenn du jetzt Geist bist, wirst du feststellen, ich denke mir aber auch den aus, der sich die zwei ausdenkt. Das ist der Geist. Nochmal, wenn ich sage, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, das ist nicht der Mensch, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört. Der ist nochmal, du brauchst einen Doppelschritt in dieses Nicht-Denkbare. Du musst verstanden haben, dass Geist nicht denkbar ist und dieser Nicht-Denkbare, der erlebt das. Und als Geistesfunk symbolisiere ich, dass der noch in einer Rolle nur eine Rolle momentan erlebt.
Okay. Es klingt so kompliziert und ist so unendlich einfach. Das ist die zwei Seiten. Und konzentrier dich auf die Einfachheit. Ja. Und der Schlüssel liegt in dem Satz, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, was du jetzt denkst, das ist auch schon wieder eine Vorstellung. Ich vergleiche das immer damit, dass man öfters etwas schärfer sieht, wenn man ein bisschen dran vorbeiguckt, ne? Nicht ganz genau darauf fokussiert, aber ein bisschen zur Seite, dann sieht man das ab und zu ein bisschen schärfer. So habe ich das hier auch mit diesem Thema. Das kann man übrigens medizinisch gut erklären mit dem blinden Fleck und mit dem Punkt, wo die Nervenfasern reingehen. Das ist alles festgelegt hier in dieser symbolischen Aufbau deines Körpers und deines Auges. Also der ganze Körper ist ein Symbol, auch der medizinische Trockennasenaffenkörper. Ich sage so oft immer, die Leitungen gehen in den Thalamus rein, die medizinischen Begriffe. Das wäre jetzt aber viel Wisserei. Das heißt, das würde jetzt erst einmal voraussetzen, dass du ein Medizinstudium hast. Was ich übrigens mit vielen Ärzten schon gemacht habe, wo ich mich hinsetze, die einfach jetzt mal Allgemeinmedizin, wir können auch speziell rein und dann schauen wir mit Holophilien die ganzen Fachbegriffe an, wenn du jetzt meinetwegen Neurologe bist oder Allgemeinmediziner, wie heißen die Knochen, wie heißen die Nerventeile, wie baut sich das Auge auf, wenn du hier das Auge hast, die Foea centralis. Wir können jetzt die ganzen Fachbegriffe in den Augen und auch die medizinischen Fachbegriffe, die Namen anschauen und du schüttelst, du wirst sprachlos. Wenn du das Grundprinzip von der Vatersprache verstanden hast, du sagst, da gibt es nur ein Wort, das ist göttlich. Ihr wird immer mehr, das ist Matrix. Im Anfang war das Wort, kriegt eine vollkommen neue Dimension. Und die Herde, wo ich dann immer wieder sage, die rote Liebe ist allumfassend. Und darum ist für dich wichtig, wenn du frei werden willst, mach dir bewusst, ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Und das ist nicht der, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich das Gespräch anhört. Es sind Erscheinungen in deinem Traum, die haben keine Überlebenschance. Spätestens wenn du wach wirst, sind die weg. Aber du hast dabei ja nichts verloren. Das sind deine Gedankenwellen. Wo kommen die her und wie gehen die hin? Hat das Meer eine Welle verloren, wenn die Welle wieder zusammenfällt? Nein. Was ich mir Ein vollkommen neuer Zustand, ist ein vollkommen neuer Denkansatz. Du brauchst Energie und die Energie kriegst du, oder ich drücke es anders aus, was dir komplett die Energie raubt, ist Angst. Was dir Energie gibt, ist kindliche Neugier. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, wahrlich, ich sage dir, solange du glaubst, du wurdest aus einer Frau geboren, die Frau aus einer Logik herausgeboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung, eines Kommen und Gehens, da lässt sich nichts aufhalten. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entsprichst. Johannes Evangelium Kapitel 3. Was jetzt interessant ist, wir nehmen mal die deutschen Worte des Augen. A-G-N. Die Schöpfung von geistigen Existenzen können wir jetzt sagen. Nimm das rote G für Geist, in meinem Sinn rot geschrieben, und das blaue G setzt du für Gehirn. Das ist eigentlich nur Verstand, Intellekt, blau, was ausgedacht ist. Und jetzt ist es, wenn du AGN, die Konsonante Radix, wieder in die Wörterbücher eingibst, das heißt Becken. B-Ecken, polare Ecken. Das ist These, Antithese, das ist das Eck und die Synthese. Wenn du dir jetzt ein Dreieck zum Beispiel denkst, das ist interessant, das Dreieck besteht erst einmal aus drei Eckpunkten. Und jedem dieser Eckpunkte gegenüberliegend ist eine SDR-Ecke, eine Strecke. SDR heißt das Geheimnis einer Ecke. Und jetzt, wenn du jetzt dir vorstellst, du wärst die Strecke und du schaust den Punkt an, schaust du in eine Ecke. Das Geheimnis, ich sage immer wieder, der Fragebogen. Das Fra, wild, wie illet, Ja. doppelt gespannt erweckt. Aber wer erweckt es? Und jetzt kommst du, dass du irgendwann einmal diese Lautwesenenergien, was Ziffern bedeuten, immer mehr ein Gefühl kriegst, wenn du dich damit beschäftigst. Ja. Und du brauchst aber Energie und die Energie ist der innere Frieden. Das heißt, du musst in einen Zustand, sagst du mal, komm mal, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Und es fällt dir unendlich leicht, wenn du begreifst, dass du nichts am Leben erhalten kannst. Dass du aber nichts verlierst, du musst es, um es erleben zu können, leben. Zu einer polaren Existenz werden, hast auch zum Sohn werden. Um es sehen zu können, musst du es dir vorstellen, du musst es dir ausdenken, vor dich hinstellen, was natürlich immer nur in deinem Kopf ist. Inner H-Al-B. Halb H-Al ist Gott. B ist das polare Außen. Innerhalb und außerhalb. Das gehört untrennbar zusammen.
Du merkst, die Sprache wird selbst erklären. Und wenn du begreifst, dass in dem Moment, ich habe einmal das einfache Beispiel, wenn einen zum Beispiel Wünsche quälen. Was dich quält, ist, du hast eine Vorstellung von etwas, das taucht in dir auf und da ist jetzt irgendwas in dir drin, wenn du über dir stehst und das beobachtest, das redet dir massiv ein, du brauchst es, um glücklich zu sein. Der Witz ist, bevor du dir das ausgedacht hast, hast du es doch besessen. Und in dem Moment, wo du dir es ausdenkst und vor dich hinstellst, ist immer noch unter dem Baum mit dir verbunden. Du trennst jetzt nur und irgendwas ist in dir drin und das redet dir ein, das habe ich nicht. Das werde ich immer klarer, wenn du dich davon löst, dass du dir jetzt natürlich den Sünde, der meint, der müsste das haben, auch bloß ausdenkst. Du erlebst es. Ich denke, das Schwierige dran ist, dass dasjenige, was die Menschen, wo sie sich nach sehnen, ist diese Erlebensqualität. Und die spürt man natürlich nicht, wenn irgendwas in sich drin ist. Ne? Lebensqualität. Qual. Die Qualität, das aus dir herausquellende, die Qual, hat zwei Seiten. Immer dran denken, gut kann gut und schlecht sein. Schlecht kann gut und schlecht sein. Das Shin-Licht erscheint dir echt, das logische Licht erscheint dir echt. Ist es deswegen schlecht? Hängt vom das Programm ab. Das ist immer abhängig, ne? Von deinem Wertesystem. Ja. Die Quelle allen Leids ist nicht die Erscheinung, die in dir auftaucht. Es ist dein fehlerhaftes, einseitiges, zwanghaftes Interpretieren deines Egos. Dieser Mech-Animus. Sag mal, Mech ist das Gehirn, Ani ist es Ich im Hebräischen, Emchet ist das Gehirn. Ist übrigens ein Emchet blau geschrieben, ist eine gestaltgewordene Kollektion. Das ist dein, was steht, symbolisiert deinen Intellekt. Ani ist es Ich. Die schöpferische Existenz eines Intellektes ist Ich. Animus. Das ist dein Mechanismus. Ja. Und jede Erscheinung, die auftaucht, ist einfach nur. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du durch die Augen des Christus, durch meine Augen schaust, ist alles, was du siehst, erst einfach einmal nur eine Facette aus einem höheren Ganzen. Ohne irgendeine Wertung, es ist einfach nur. Und das Gefühl, das habe ich so oft erzählt, ist jetzt, du zu spüren bekommst, auch teilweise extrem real, ist schon eine Interpretation mit einem ganz speziellen Wertesystem. Ich könnte sagen, eine Kritik. Kritik heißt ja nur mal wertfrei bewerten. Ja. Und eine Kritik sagt nichts aus über das, was bewertet wird. Es sagt alles aus über das einseitig dogmatische Wertesystem, der es bewertet. Und wenn du jetzt noch mal einen Schritt weiter gehst, und darum kann man das nicht oft genug wiederholen, das Wissen, wenn man nicht streitet, wie oft hast du jetzt schon gehört in Selbstgesprächen, wir denken uns jetzt zwei Menschen aus, der eine sagt, Jesus wurde gekreuzigt und der andere sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Für beide ist Jesus ganz teuer gewesen. Aber den einen hat man praktisch aus dem Neuen Testament gelehrt und den anderen hat man aus dem Koran vorgelesen. Jetzt pass auf, jetzt bringt man einen dritten ins Spiel. Einen dritten Menschen, einen moderneren Menschen, der Geschichte studiert hat und der sagt, es hat niemals einen Jesus gegeben. Pass auf, ich kann dir beweisen, sagt er, dass es hier in der weltlichen Geschichtsschreibung hat es einen Herodes gegeben, du findest also in alten lateinischen Schriften, hat er natürlich auch nur aus Büchern heraus, das steht in Büchern drin, dass in alten römischen Schriften, da gibt es die historische Persönlichkeit Herodes und Pontius Pilatus. Das sind historische Persönlichkeiten. Ein Jesus von Nazareth, der kommt nur in den Evangelien vor. Du findest diesen Namen Jesus von Nazareth nicht einmal in den Nakamadi-Schriften oder in den Qumran-Texten. Da wird von einem Messias gesprochen, aber niemals von einem Jesus von Nazareth. Der steht nur in diesen Evangelien. Darum sagt die Fachwelt, die Wissenschaft, übrigens schon seit 150 Jahren, dass Jesus von Nazareth keine historische Persönlichkeit ist, sondern eine Märchenfigur, eine symbolische Märchenfigur. Das ist eine dritte Meinung, habe ich aus das Buch heraus. Jetzt ist, du kannst tausende von Büchern, das ist jetzt bei weitem noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, jeder rezitiert Bücher, die du nicht einmal den Inhalt, ob das stimmt oder nicht stimmt, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ja. Es ist dasselbe mit Internetseiten, wenn du dich informierst. Gehst du auf offizielle Seiten, es gibt keine Internetseite, die du nachplapperst, wo ich dir nicht tausend andere Internetseiten zeige, wo komplettes Gegenteil behauptet wird oder was ganz was anderes zum selben Leben. Was jetzt wichtig ist, wo hast du das Buch her? Wo hast du die Internetseiten her? Aus du mir. Musst das zweite Gebot halten. Ja, ja, ja.
Und dann wird dir irgendwann, dir Geist muss als erster bewusst werden, wie unendlich sinnlos es ist, wenn zwei Deppen aufeinander losgehen und ihre Meinung verteidigen, die genau genommen gar nicht ihre Meinung ist. Es ist eine Facette von unendlich vielen Meinungen und dass gerade diese Meinung ihre Meinung ist. Das ist ihr Schwamminhalt, das konnten sie sich gar nicht raussuchen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja, Udo, ich muss es leider wieder kurz halten wegen meiner blauen Papa-Rolle. Alles klar. Ja, da haben wir noch nicht über den Gratulis-Dialog gesprochen, aber das macht nichts. Ne? Du musst dich halt wieder rühren. Aber du merkst, jetzt steht da irgendwas, wenn du weiterliest, steht da irgendwas anders drin, wie was ich dir die ganze Zeit erzähle. Nee, das macht es auch so geil. Weil das ist von Guido von List. Ja. Ich habe das vorgesetzt, ein früheres Leben von mir. Das sind Lernprozesse. Egal, was du machst, der Kann ist immer der gleiche. Ja, okay. Alles klar. Tschüss. Danke.